Das Faszinierende ist, wenn wir aus der geistigen Isolation oder der geistigen Sackgasse herauskommen, wie wir Dinge betrachten und neue Blickwinkel einnehmen, dass sich alles ändern kann. Alles. Und das geht sehr schnell. Was uns daran hindert, dass sich die Dinge schnell ändern, sind unsere Anhaftungen, sind so hartnäckige Konditionierungen, Feststellungen, ne, wie etwas ist. Und da ist unser Verstand natürlich sehr mächtig mit am Zug, dahingehend, dass wir denken, das, was wir gelehrt bekommen haben, das sei so. Ne? Und so werden Entwicklungen auch verhindert, weil diejenigen, die Neues denken, erstmal als Spinner bezeichnet werden. Oder wenn es um Geld oder Macht geht, auch bekämpft werden. Ne? Also diese neuen Geisteshaltungen, sage ich mal, die Spirits, die Geisteshaltungen sind es, die uns zu neuen Menschen machen. Und auch Geisteskrankheiten kann man da ganz neu betrachten, weil ich glaube, ein offener Geist, der sich entwickelt, ist auch ein gesunder Geist. Es ist immer auffällig, wenn Schlaufen kommen, aber dann kreist auch etwas um einen Konflikt oder Problem. Und dieses Kreisen führt dann natürlich auch zu körperlichen Veränderungen. Und Krankheit ist ja immer ein Prozess und ein Weg und keine Krankheit an sich. Also krank gibt es eigentlich nicht. Wir dürfen sehr gerne wieder in Wandel und Veränderung denken. Alles ist einfach im Wandel. Und wenn wir in Bewegung und in, ja, flexibel bleiben, dann sind wir lebendig. Jetzt kann ich nicht schalten. Veränderungen tun uns grundsätzlich eigentlich gut, ne? Aber sie machen dem Ego Angst. Und das Ego ist halt sehr konstruiert. Deshalb ist es so fest. Deshalb fühlt es sich an für uns wie Enge. Und es gibt Druck, weil eigentlich Gefühle unterdrückt sind, Emotionen unterdrückt sind, die wieder einen Fluss wollen. Ja, und dieser Fluss, das ist wieder die Bewegung, von der ich spreche, und das ist freie Energie, die zur Verfügung steht. Ne? Energie, die zur Verfügung steht, ist total wichtig für uns, weil dann fühlen wir uns lebendig. So wie der Mann das Feuer ist und die Frau das Wasser, ne, brauchst eben diese Grundbausteine des Lebens und auch Gleichgewicht. Und doch immer wieder brauchst du auch, dass das Gleichgewicht durcheinander kommt. So auch, wenn wir jetzt unser Gewebe anschauen. Wir sind ein lebendiger Organismus, ne? Alle Lebewesen sind das. Ohne Energie sind wir nichts, sind wir tote Hülle. Warum wird Wertung hier zu unserem Hauptproblem? Wir bewerten Gewebezerstörung als negativ, Gewebeaufbau als positiv. Grundsätzlich ist Erneuerung natürlich lebendig machen. Aber davor geht der Prozess der Zerstörung damit einher und durch die Ausrichtung auf Lust, Konsum und die Ablehnung, auch der Pause, ne? Hektik, Stress. Da fühlen wir uns lebendig, das hat damit nichts zu tun. Wer dauerhaft Stress seinem Körper zuführt, ja, da zerfällt er einfach irgendwann mal. Weil diese Phasen ausfallen, ne? Es ist kein Zyklus mehr, kein Erneuern und Vergehen, sondern ja, kein Leben, sondern einfach ein Sterbeprozess. Also es geht hier steil bergauf. Ja, und wie können wir dieses Rätsel lösen? Also, ne, manchmal beim Wachstum gibt es ja auch Entartungen. Ist was zu schnell gewachsen oder es überwuchert was und dann gibt es Tumore. Und manchmal ist wo was zu wenig
entzündet oder das Gewebe wird zerstört. Unser Körper ist lebendig, ja. Und wenn wir wieder lernen, und das ist jetzt unser Rätsel, das wir lösen dürfen, die Intelligenz unseres Körpers zu verstehen und uns damit zu verbinden, dann werden wir ein ganz neues Leben kreieren im Zusammenhang mit unserem Geist, der offen bleibt, der in Veränderung und Flexibilität bleibt und in steter Erneuerung, also nicht an etwas festhält. Da zurück zu dieser wissenschaftlichen Ansicht der Dinge. Jetzt gibt es gleich einen Wasserfall. Ich habe gerade viel erzählt, aber es hat gar nicht aufgenommen. Ich habe gesagt, hier nehme ich immer ein Einhorn wahr. Auch spannend, welche Steinformen hier zu sehen sind. Ne? Hier waren unsere Vorfahren wieder präsent. Wald ist sowieso absolut gesund. Und letztendlich ein Gleichgewicht, wie gesagt. Und doch Zyklen des Auf- und Abbaus. So ist es eben, natürlicherweise. In diesem Sinne, bleib flexibel, halt dich nicht fest, weder an Gedanken noch an Menschen noch an Umständen. Werde frei, denn das ist Freiheit eigentlich, nach der wir uns sehen und wir immer Angst haben vor Unsicherheiten. Ne? Aber Sicherheit ist auch eine Illusion, weil das, was uns sicher macht, ist die Verbindung zu unserem Innersten, zu unserem hohen Selbst, zur Erde, zum Vaterkosmos, ja, diese spirituelle Dimension. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und ich meditiere hier jetzt noch. Hallo? Alle hier zusammen? Remshalden, Weinbergdorf, meine Heimat im Moment.